Kinder, hallo liebe Playmobil-Fans. Es gibt bei uns jetzt eine kleine Änderung und zwar wird meine Schwester auch mitdrehen. Eigentlich gehört der YouTube-Kanal schon seit immer uns beiden. Einfach bei den ersten Videos habe halt nur ich das gemacht, aber sie will jetzt eben auch mithelfen, was sie auch schon bei meiner älteren Videos auch schon gemacht hat. Und die Kira wird jetzt diese Stimme haben. Hallo, ich bin die Kira. Und jetzt richten wir mein Kinderzimmer ein. Ja, genau. Und dazu nehme ich mal die beiden raus. Und dann würde ich sagen, starten wir auch gleich. Wie ihr seht, habe ich schöne Tapeten angebracht. Und hier kommt jetzt direkt das Bett rein. Natürlich braucht Kira auch noch ein Regal für ihr Spielzeug. Das stelle ich jetzt hier hinten an die Ecke. So, natürlich braucht sie auch noch einen Schreibtisch. Dafür nehme ich diesen hier, den habe ich ebenfalls selbst gemacht. Und den stelle ich jetzt gleich hier hin. Noch ein kleiner Pultstuhl darf nicht fehlen. Ah, und noch dieser schöne Teppich. Das ist so ein Paillettenteppich, den habe ich aus einem zu großen T-Shirt gemacht, das mir auch viel zu breit war. Und den lege ich jetzt dahin. Und jetzt werde ich das Ganze noch ein bisschen aufs Detail einrichten. Hier kommt noch diese süße Katze aufs Regal. Die hat mir mal eine Freundin von mir geschenkt und die liebe ich einfach. Die ist so süß. Und natürlich braucht es auch noch Spielzeug für die Kira, ein bisschen mehr. Und dazu nehme ich diese zwei Kisten. Also die fülle ich jetzt noch mal schnell fertig mit Spielzeug. Habe ich noch so ein Büchlein gemacht für die Kira. Da hat sogar noch kleine Bilder drin. Und das gebe ich jetzt auch noch in die Kiste. Und die beiden Schubladen kommen dann hier ins Regal herein. So, natürlich darf ein Blöckchen für die Kira zum Malen nicht fehlen. Und auch noch ein paar Stifte. Die habe ich übrigens der Familie Hauser nachgemacht. So, und hier noch ein kleines Spieltischchen für die Kira. Da kommt noch ihr Igel und ihre Schnecke drauf. Ah, und was natürlich nie fehlen darf, das ist Kiras Puppe. Die Puppe lege ich jetzt in ihr Bett. Und dann hole ich mir noch schnell ein wenig Deko. Ah ja, hier habe ich es. Da habe ich noch so ein kleines Schiffchen. So. Und das stelle ich jetzt noch da neben ihr Bett. So, mein Kinderzimmer ist jetzt fertig und jetzt zeige ich euch noch genauer. Also, hier ist ein Spielplatz von Kira mit ihrer Schnecke und ihrem Igel. Hier hinten ist das Regal von Kira mit ihrer Kuschelkatze und ein bisschen Spielzeug. Hier oben habe ich noch so einen Bildhang, das habe ich selbst gemalt von einem Kaninchen. Ah, und wie vielleicht schon bemerkt hat, hängt da eine Wimpelkette. Die habe ich einfach immer in die Kinderzimmer von Lena und Kira, weil ich die so schön finde. Und da ist noch die schöne Tapete. Die habe ich seit dem Frühling und von der kann ich mich immer noch nicht trennen. Hier ist Kiras Bett mit ihrer Puppi und daneben steht auch noch das Schiff. Hier ist der coole Teppich und da ist noch der Schreibtisch von Kira. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und für dich ist die Änderung okay. Ich finde das Thema mega schön und würde mich freuen, wenn ihr das ein oder andere nacheinrichtet und euch von unserem Kanal inspirieren lässt. Tschüss!